Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Avanti on Tour vom Caravansalon in Düsseldorf. Und wir sind jetzt in Halle 16 bei Karthago und haben hinter uns mal wieder einen Mercedes Sprinter, den T143 LE mit Längseinzelbetten und einigen tollen Details. Da gucken wir jetzt mal rein. Viel Spaß! Starten wir hier mal an der Seite. Also das Fahrzeug ist vollgepackt mit allen möglichen Extras. Ich habe am Anfang mal die Liste eingeblendet, was hier alles serienmäßig drin ist. Also da relativiert sich auch der Preis von etwas über 105.000 Euro. Das Design bei Karthago, ja, das muss man mögen. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, konservativer. Wer hier knackige, bunte Farben erwartet, der ist sicherlich bei der Marke nicht ganz gut aufgehoben, aber von der Qualität her ist das schon allererste Sahne. Stauräume gucken wir nachher, auch da gibt es einiges zu sehen. Gehen wir mal rum. Klar, Rahmenfenster. Ja, das Ganze ist... Ist das weiß oder erscheint das ein bisschen cremefarben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann aber auch dem Licht hier geschuldet sein auf der Messe. Ja, man verspricht hier bei dem Fahrzeug eine Masse in fahrbereitem Zustand von knapp 3 Tonnen. Ja, rein rechnerisch käme man damit 3,5 Tonnen hin. Aber ich glaube, das wissen wir alle, wenn da ein paar Extras drin sind, ist man schnell in einem Bereich, wo man auf 4,5 Tonnen auflasten sollte. Ist auch bei dem Sprinter ohne Probleme möglich. Wir haben hier ein Automatikgetriebe drin. Ich gucke mal gerade drüber. Wir haben ein Dachfenster, Duo Control, eine Kapselmaschine. Also das gucken wir uns gleich alles von drinnen an. Hier ist auch der 92 Liter Tank verbaut. Und die Maus ist drin schon am Wühlen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Eingangstür ist recht breit, würde ich sagen, ne? Ja. Sehr breit. Da passt selbst ich durch. Doppelboden, klar, haben wir hier. Jede Menge Fächer im Boden. Ja, so sieht er von drinnen aus. Wie gesagt, vorne Mercedes Sprinter. Wir haben, was ist das für eine Farbe, der Polsterstoff? Kaffee, Cappuccino, keine Ahnung, wie sie das nennen. Mokka, ich weiß nicht. Was in der Art? Ja, ich glaube, zum Sprinter muss man nicht mehr allzu viel sagen. Den kann man alleine schon mit diversen Extras in schwindelerregende Höhen konfigurieren. Ne, also MBOX-System, 10,25 Zoll, man kann Automatikgetriebe, 9-Gang, LED-Scheinwerfer. Also da ist man dann allein schon vom Basisfahrzeug irgendwann im Bereich von 70.000 Euro und dann ist noch kein Aufbau drauf. Schön gemacht, finde ich, haben sie oberhalb auch noch Schränke? Ja, hat so wirklich so ein Wohnfeeling, ne? Ja. So. Ja. Auch hier rechts, ich mach mal einen auf. Oh! Runterdrücken. Ah, runterdrücken. Ja, ja, okay. Ja. Mal gucken, was hier vorne noch Platz ist. Ja, auch hier die Umleimer. Alles gut. Also hier ist wirklich ausreichend Stauraum auch vorne für die Fahrt für unterwegs. Da haben wir noch ein offenes Regal. Eingangsbereich haben wir die Garderobe. Da, wo sie hingehört. Ja, wir haben die Remis, die das Ganze ein bisschen einengen, aber zusätzlich haben wir auch noch einen Vorhang. Wir haben ein Panoramadach, eingelassen in so ein das Kunstleder, ne? Kunstlederbezogenen Baldachin, ja. Und hier dann halt noch ein normales Heki. Ja, Dirk war ja gerade beim Dach, ne? Ist auch alles noch beleuchtet, indirekt beleuchtet, ne? Also von der Helligkeit her muss man sich hier, glaube ich, keine Sorgen machen. Nee.
Wir haben da oben noch einen Schrank. Oh, der ist auch riesig. Jawohl. Da laufen noch ein paar Kabel lang. Ich nehme an, von der Satzsteuerung. Sieht so aus, ja. Ja, und da ja da oben die Satzsteuerung ist, ist eigentlich klar, der Fernseher kann nicht weit sein. Ne? Und den haben die hier bei Cartago echt gut versteckt. Okay. Ah. Tada. Nett gemacht. Also, über Tag ein Schrank. Und fällt er nicht auf? Ansonsten. Sehr schick. Schöne Lösung. Ja, muss man sagen. Ja, unter der L-Sitzbank befindet sich eine Klappe. Ja. Und das ist ein Schuhschrank. Aha. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wenig paar Schuhe da reinpassen sollen. Aber wir haben zumindest einen Schuhschrank. Naja, ich glaube, so zwei Paar kriegst du rein. Okay. Ist aber auch mal eine andere Lösung, wie man das so kennt. Ne? Mhm, gut gemacht. Wir haben Bodenfach. Ja. Ups. Na, das ist immer massiv hier. Auch das Fach an sich ist. Ist der mit Scharnieren? Ah, der hat Scharnier. Oh, wow, das ist man hier. Ja, da haben wir auch den Frostwächter und den zentralen Wasserablauf. Und jede Menge Stauraum. Und der Stauraum ist mal riesig. Wo wir gerade schon bei den Bodenfächern sind. Machen wir mal weiter. Da ist noch ein Staufach. Noch ein Staufach. Und hinter mir, ups, ja, Vorsicht. Noch eins. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Das war zu erwarten. Ja, da sind die Reinigungsöffnungen für den Frisch- und Abwassertank. Sieht aber auch sehr massiv aus mit den Anschlüssen da. Gefällt mir gut. Also wir haben hier in dem Fahrzeug einen ziemlich breiten Mittelgang. Gutes ja. Raumgefühl. Die einzige Stelle ist da vorne an der Sitzecke, aber da man ja in der Regel beim Kochen eher hier steht. Ja, nee, das ist okay. Da passen noch zwei Leute aneinander vorbei. Ja, Küche. Küche, apropos Küche, wo wir gerade bei der Küche sind. Ne? Also, wir haben einen sehr schicken dreieckigen Dreiflammenkocher. Mit auch mit Gusseisen. Also, und hier ist wirklich schön, hier kannst du die einzelnen Teile mal rausnehmen. Mhm, zum sauber machen. Zum sauber machen, dann hast du nicht so ein großes, finde ich gar nicht schlecht. Wir haben ein Spülbecken mit einer kleinen Abdeckung. Und falls ihr die große sucht, die hängt hier oben. Die hängt da oben zum, als Ablage. Genau, die hat auch noch ein Schneidebrett drin mit so einer Flüssigkeitsauffangkante. Also entweder da oder da platzieren. Da oben scheint die Kapselmaschine drin zu sein, ne? Ja, aber erst gucken wir da. Erst gucken wir da? Gut, ja, ich habe doch keinen Kaffee heute Morgen. Das stimmt. Aber der ist riesig. Ja, da passt was rein. So, und damit der Dirk... Wir haben aber keine Kapseln, also musst du dir die Maschine nur angucken. Ja. Ups, man muss ein bisschen aufpassen. Es hackelt noch ein wenig. Da ist sie. Schick. Ja, Schränke scheint es da genug zu geben. Natürlich gibt es auch hier Schubladen. Ja. Und zwar große Schubladen, selbstverständlich alle mit Soft-Close. Ne? Oh, da passt wirklich einiges rein. Oh, da kriegst du riesige Töpfe rein. Ja. Dann kannst du ja X-Gänge-Menü hier gucken. So. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Das dürfte die Besteckschublade sein. Auch schön mal mit Holzfächern und nicht mit dem Plastik. Übrigens hier auch die Absperrhähne fürs Glas. Mhm. Und da unten wahrscheinlich wieder so ein... Ah nein, guck mal, wie niedlich. Mit Mülleimer. Mit eingebaute Mülleimer. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Auch schön. Ja, wir haben einen Dometic-Kühlschrank. Ich glaube 133, also irgendwann um die 130 Liter. Reicht also locker für uns zwei. Mhm. Da unten ist aber jetzt kein Fach mehr drunter. Nein, ne? Da unten ist kein Fach. Ich glaube, weil hier sind so Schlitze, dass hier irgendwie Elektrik, Heizung oder sonst was hintersitzt möglicherweise. Okay. Ah, müssen wir nachher mal gucken von außen, ob da was ist. Ja, sie hat gut geraten, da sitzt nämlich die Troma-Heizung hinter. So, möchtest du jetzt erst ins Bad oder ich möchte erst ins Schlafzimmer? Erst ins Schlafzimmer. Gut. Ja, starten wir mal mit den Kleiderschränken.
Da haben wir den ersten. Der funktioniert aber auch mit einer Liftfunktion. Guck mal, ob man das zeigen kann. Ne? Also so kommt man auch von oben an den Kleiderschrank ran. Ansonsten haben wir hier oben das Bett und einige Oberschränke noch. Auch riesig. Oh, also da ist jede Menge Platz. Offene Ablagen haben wir da oben noch. Und das gleiche auch auf der Beifahrerseite. Und was auffällt, ne, wir haben jede Menge Anschlüsse. Also hier haben wir 230 Volt, 12 Volt und offensichtlich einen SAT-Anschluss. Ja, fürs Fernsehen. Da sind Anschlüsse auch für USB. Also ja, hier ist einiges los. Liegelänge habe ich für euch schon mal hier vorbereitet. Ja, und wie gesagt, da gibt es dann natürlich noch Deko-Welt und Kissen dazu und alles im passenden, der passenden Optik. Wie gesagt, das muss man mögen. Aber das ist auch nicht unbedingt für Jugendliche ab 20 gedacht. Ja, auf der Beifahrerseite haben wir dann auch nochmal diese Liftfunktion. Na, da muss man natürlich sehen, dass man getrennte Spannbettlaken dann hat. Ne? Aber da passt genug rein in den Schrank. Jo, das Bett lässt sich erweitern, indem man hier einfach diese Einstiegstreppe nach vorne zieht. So. Und hier oben dann noch ein Zusatzpolster reinlegt. Und dann hat man trotzdem noch einen bequemen Aufstieg ins Bett. Ja, und jetzt gehen wir mal ins Bad. Also ja. Der Griff ist ziemlich mal massiv, sehr massiv. Ja, du kannst auch abschließen. Man kann es auch von außen abschließen. Ah, okay. Wenn du möchtest. Jo, gehen wir mal da rein. Klar, Toilette. Ein Waschbecken. Interessante Form. Wir haben eine Dusche, ne, die lässt sich dann da unten auch ja, zusammenbauen mit diesen Türen. Und wir haben hier noch praktisch so eine Rolltür. Und dann hat man dahinter Platz, um zu duschen. Ja, wir haben einige offene Ablagen da hinten. Wir haben hier einen Spiegelschrank. Da fehlen mir jetzt so ein bisschen so Verzurbänder, irgendwie so Gummibändchen, dass man das irgendwie fixieren kann. Und da unten haben wir auch noch einen Schrank, der doch geht beide, gehen beide Seiten auf. Ja, ansonsten, was hier wie Mineralwerkstoff aussieht, ist aber tatsächlich Kunststoff. Ansonsten auch wieder Stromanschlüsse. Und ein recht großes Dachfenster. Ja, und die Badezimmertür schließt dann hinten auch am Kühlschrank ab, sodass man hier so eine Art Ankleidebereich hat. Ja, deshalb gibt es da oben auch nochmal so einen Winkelanschlag. Da hat man mitgedacht hier bei Karthago. Bordelektrik haben wir versteckt hinter. Ja, so eine Art, also es ist Kunststoff, aber so ein bisschen satiniert, damit man die Lämpchen nicht immer so hell leuchten sieht. Ne? Auch Glas, ne? Ja, CP Plus, wir haben das normale Bedienpanel, die Duo-Control, Umschaltung. Ich denke jetzt mal, ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann den hier auch mit ALDE Warmwasserheizung konfigurieren. Ich würde mal vermuten, ja, wenn ich mir hier die Abstands... Ja, weil da gibt es nämlich auch diese Abstände für die Konvektoren. Also ich glaube, das ist hier gegen Aufpreis bei Karthago ganz sicher machbar. Stauräume gibt es genug. Fangen wir mal hier vorne an, direkt neben der Eingangstüre. Da ist schon mal ein bisschen Platz. Ja, das Ganze auch sehr massiv. Schön eingearbeitet in die gesamte Form. Ja, dieser Plastikelemente. Jo, dann haben wir eine riesige Heckgarage. Belastbar bis 350 Kilo. Jo, wir haben Verzurschienen. Da rechts. Und auch links, aber keine an der Decke. Nein. Schade. Ja. Hier sitzt noch ein bisschen Bordelektrik. Ja, hier mal von der anderen Seite. Also, hier ist Platz. Ja, Gaskasten. Würde ich euch gern zeigen.
Ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Das heißt, der Toilettenschacht ist da mit Sicherheit auch zu. Ja. Ja. Schade. Aber wir haben noch einen Blick in den Doppelboden. Das können wir euch noch zeigen. Ja. Da hinten haben wir dieses Fach, was man von innen sehen konnte. Und hier kann man auch noch einiges reinräumen. Ne? Also hier ist auch Platz. Ich stelle mir bloß eine Frage. Welche? Wenn mir hier was reinfällt und bis da hinten hin durchrollt. Ja, man muss halt nur große Sachen reintun. Komme ich da wieder dran? Na ja gut, du bist so klein, du könntest da reinkrabbeln. Ne? Das wäre kein Thema. Na, da oben sehen wir noch den Schuhschrank. Aber wie gesagt, Stauraum ist hier mehr als genug. Und beheizt. Also und den beheizt. Schuhen wird auch nicht kalt. Nee. Ja, das war's vom Stand von Karthago mit dem C-Tourer. T143LE. Ich konnte es mir merken. Schickes Fahrzeug mit einem, ja, mit jede Menge Stauraum und schönen Details. Mhm. Schaut's euch an hier in Halle, immer noch 16. Ja. Auf der Messe in Düsseldorf. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.